Hallo? Du bist garstig. Ich bin nur unverschämt. Ausverschämt. Ausverschämt. Was? Das sag ich doch immer. Bist ja plötzlich ganz tolerant. Aha. Gegenüber den Bayern. Nee. Das werde ich nie sein. Tut mir leid. An alle Bayern da draußen. Nein. So gemein. Aber ich mag ja auch keine Bayern. Also wenn ihr Bayern seid, bitte sofort deabonnieren. Ich hasse euch alle wie die Pest einfach. Einfach das so. Das meint er ernst. Ohne Witz. Das meine ich echt. Ernst. Das meine ich wirklich ernst, weil als norddeutscher Mensch, als im Norden lebender Unterfranke, da mag ich einfach keine Bayern. Ist einfach so. Finde ich total doof. Also ich als Nordmädel sag jetzt nicht, ich hasse Bayern, aber... Du kommst ja tatsächlich aus dem Norden. Ich bin gebürtige Hamburgerin, ja. Ja, ich bin ja auch gebürtiger Nordunterfranke. Klingt so schön falsch. Kannst du mal aufhören, die immer wegzuschlagen und ich komme da nicht mehr ran? Ja, ich mach einfach gar nichts mehr. Ich stelle mich mal hier an den Baum. So war das jetzt auch nicht gemeint. Aber so ein bisschen auf deine Umgebung achten vielleicht. Nö. Ich spiele ja den Tobi, da kann ich nicht auf die Umgebung achten. Das wäre irgendwie rücksichtsvoll. Ja. Oh, ich hasse das. Ich weiß gar nicht. Links ist rechts und rechts. Ja, aber das oben damit ist kann unten ich. Und unten ist oben. Ja, das verstehe ich, aber damit kann ich nicht umgehen. Ich spiele das so nicht. So, und dann ist hier richtig und ich habe. Was war das für ein Geräusch? Was für ein Geräusch? Hörst du das nicht? Nee, ich höre nichts, was du hörst. Bist du sicher, dass das aus dem Spiel kam? Ja. Vielleicht hast du auch einen Tinnitus. Okay, oben. Aber nur weil du das sagst. Huch, was ist das denn hier? Ich lese eine Fährte. Hier liegen Brotkrumen. Hänsel und Gretel sind in der Höhle. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nur der Hänsel. Erzähl doch mal von diesem neuen, schönen Top-Film. Hänsel und Gretel? Ja. Das ist kein neuer, toller Top-Film. Ich guck den ja nicht, weil ich schon die Vorschau selten dämlich finde. Ja, ich auch. Einfach diese... Oh nein. Deswegen werde ich den auch nicht gucken, weil ich das auch total... bescheuert finde. Weil Hänsel und Gretel war einfach ein Märchen von zwei ganz armen Kindern, die ausgesetzt wurden und jetzt nicht unbedingt auf Hexenjagd gegangen sind. Das finde ich irgendwie... so komische, stylische Hexenjäger. Ja, finde ich total dämlich. Sich da zu vergreifen an der Grimms-Vorlage, nee. So, an sich stehe ich ja total auf Hexenfilme und so, also diese ganzen Sachen mag ich gerne angucken, mir sowas, aber warum gehst du denn direkt raus? Hier kann man doch noch ein bisschen... Oh. Okay, dann gehen wir erstmal gucken. Das sah ganz schön schummrig aus. Ich wollte aber erstmal draußen gucken. Geht das schon wieder los? In der Höhle erstmal gucken, Rieke. Ja. Siehst du mal? Ja, du wolltest. Nach draußen. Nein, du wolltest ja gucken. Willkommen im Trüffeldorf. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich auch. Keine Panik. Wir sind harmlose Pilzköpfe. Ja, das hat mir der Fliegenpilz auch gesagt. Ja, hier, da, diese Rosanen, die sind ja höchst... König Pfifferling kann euch sicher helfen. Gebraten schmeckt er sicher besser. Lecker Pfifferlinge. Ich mach mir gleich. Hasse Pilze, ich mag gar keine Pilze. Doch, lecker. Lecker ein Pilz. Ist Bildsprache. Und bedeutet? Ich lieb ja, so. Ecker Pilz. Das König Pfifferling kann euch sicher helfen. Ja, wo ist er denn? Die laufen hier so durcheinander, ich weiß gar nicht, wen wir schon angesprochen haben. Egal. Aber wieso brauchen wir überhaupt Hilfe von König Pfifferling? Eckern, was? Hä? Nee, Moment. Ich glaube, das ist eine tonale Sprache. Das ist wie bei den Chinesen. Je nachdem, wie du etwas betonst, heißt es was anderes. Und der andere hat ja eben eine Aussage getroffen. Eckern, Pilt? Ne? Das heißt dann, ich liebe dich, aber wenn du fragst, ey, Kampil, ne? Das ist dann, hast du mal eine Mark. Das ist ja sinnvoll von der Übersetzung her. Ich will den ansprechen. Vergesst nicht einzukaufen, bevor ihr geht. Ein guter Hinweis. Nanu, ihr seid aber seltsame Pilze. Wir sind gar keine Pilze. Hilfe, Hilfe. Was? Wir greifen mich an. Oh, das hier, das Schloss von König Pfifferling. Ja, das wurde uns schon empfohlen. Willkommen im Pilzpalast. Hier wohnt unser König. Der Pfifferkönig. Lustige Backstory. Ich glaube, bei der Geschichte von Mein kleines Pony. Ja.
auch ein König und der heißt König Pfifferling. Ich glaube, das ist ein Standardname für Könige im Pilzkönigreich. Das ist ein Standardname allgemein für Könige. Das stimmt. Boah, die Musik ist cool. Pilzkönig. Ja, die sind auch alle am Dancen, deswegen zappen wir noch alle. Dance floor. Oh, lecker, was ist das? Äpfel oder was ist das? Was? Was siehst du schon wieder, was ich nicht sehe? Ach, da hinten. Ach, da hinten guckst du schon wieder. Übrigens, ich habe gerade auf dem Bildschirm gezeigt. Das mache ich auch manchmal. Und dann kommt man sich total dämlich vor. Ja, so ein bisschen. So, ich habe gar nicht aufgepasst. Was hast du mir jetzt gekauft? Ich habe die Wolfsarmbänder für jeden gekauft. Okay. Faun. Schau mal, die Faunjacke kann der Tobi tragen. Ja, ne? Er steht zu seiner Gesinnung. Ja, anscheinend. Kaufe ich auch mal dreimal. Ja, schaden wird's nicht, ne? Ich meine, wir sind so imbar. Da ist es egal. Und du kriegst eine geile Stahlkappe. Wobei. Nee, okay, ist in Ordnung. Ja, ich wollte. Nein, die geht nur für dich. Ja, weiß ich. Hä, was machst du? Deswegen habe ich die auch nur einmal gekauft. Eine Federkappe. Hey. Kann ich da fliegen? Wieso hast du jetzt rumgezt? Weil das irgendwie, vielleicht war es ja auch vom Spiel, das hat ganz komisch rumge... Ja, weil ich mit dem Steuerkreuz durcheinander gekommen bin. Ach so, dann ist es doch nicht das Spiel, dann ist es doch dein Kopf. Ja, ich muss auf Kleidung. Ja. Ich wollte nichts sagen. Da Kleid. Können wir den anderen Kran ja gleich verkaufen, ne? Das ist ganz schön heftig, die Änderung. Nö, brauchen wir nicht. Oh. Jetzt sind wir doch nie hier. Alter, Tobi! Ey, voll die schwule Sau, ey. Ach so. Im virtuellen wie im echten Leben. Oh. Aber das zum Glück schaut er. Nur weil er das hier nicht guckt. Ja, zum Glück schaut er das Let's Play nicht. Bin ich ja beruhigt. Hast du quasi Narrenfreiheit, ne? Ja, ich habe quasi Narrenfreiheit, zum Glück. Wie, was war jetzt eigentlich? Wolfsarm, Schlangenkette? Okay, zwei noch wieder Änderungen. Okay, war alles. Ja, dann machst du dasselbe Spielchen jetzt nochmal. Ja, hättest du ja gleich die Ische noch mitmachen können. Hä? Dann musst du erstmal wechseln dann. Nee. Was? Kannst du auch mit X machen. Ja, das weiß ich ja nicht. Nee, das habe ich dir schon mal gesagt. Aber du hörst ja nicht zu. Ja, bei Befinden. Kannst vergessen. Bei Befinden hast du mir das gesagt. Ja, guck, ich bin nicht rausgegangen, ich kann das auch so. Aber vielleicht kann auch nur ich das und du nicht. Ja, ich glaube, das kannst nur du. Das bleibt dir vorbehalten. Ja, Faunjacke. Ja, ist ja gut. Das sucht und sucht sie. Was muss ich denn jetzt machen? Bin die Ische. Weiß von nix. So. Ja, haben wir genug eingekauft. Doch. Da müssen sie jetzt auch. Ja, mach okay, das nein, mal. Nein, okay. So. Wie, was? Wieso nein, nicht? Doch. Wieso nicht? Geh jetzt ins Schloss. Klingt schon wieder wie ein Roboter. Voll cool. Och nein. Och ja. Dann jetzt mit Berti sprechen. Jetzt nicht mehr. Berti hat mir schon was. Achso, Bäm. Ich bin ein Pilz. Berti hat mir schon von euch berichtet. Nee, ich bin ein Pilz. Oh, ihr seid es. Ich spreche jetzt viel männlicher als Sie gewöhnlich, weil ich im Pilzdorf, im Pilzpalast bin. Welche Waffe soll erneuert werden? Ah, ihr habt schon wieder hier einen neuen Echsenteller-Dingens hier. Und der Echsenteller hier, den mache ich euch mal, den programmiere ich euch um zum... Achso, zur Stahlscheibe, ne? Der ist cool. Gar keine Scheibe. Ja, eigentlich nicht, aber egal. Der König ist drin. Entschuldigung. Du hast ihn angesprochen. Ja, trotzdem. Holt euch jetzt die Erlaubnis des Königs. Boah, da geht's bestimmt in die Schatzkammer. Sprechen wie die Brüder von Tobi. Oh, was ist das denn hier? Wir gehen mal schlafen. Eine Nacht kostet 50 Goldmünzen. Ganz schön teuer, ne? Ja, aber dafür ist es auch bequem. Ja, Stroh. Boah, nee, in Stroh schlafen geht gar nicht. Warum ganz liegt krass. Hier eigentlich Stroh rum? Nam, nam, Schnackpfad, kauf mir ein neues Steam-Spiel. Huch, was war das denn? Hat man, glaube ich, gar nicht gehört bei meinem Schnarchen. Ja, ich glaube auch. Den Spielstand speichern. Auf jeden Fall. Und zwar da oben. Auf dem unteren dritten Platz. Wollte gerade sagen, was? Ja, ich kam ein bisschen durcheinander. Ich wollte eigentlich oben speichern, hab dann aber unten gespeichert.
Nee, links ging es auch noch lang. Nee, es ging oben lang. Ich dachte, da führt ein Weg lang. Oh, ganz viele Pilze noch. Ich habe einen weißen Drachen gesehen. Er sah richtig niedlich aus. Ja, wir haben den auch schon gesehen. Er ist die ganze Zeit rumgeflogen da. Unsere Vorfahren konnten auf Drachen fliegen. Weiße Drachen, glaube ich. Gerade gestern wurde ein solcher Drache in der Höhle im Norden gesichtet. Ne, was für ein Zufall. Thomas. Gerade gestern. Der Legende nach war es ein Mana-Drache, der die Mana-Festung zerstörte. Heute leben in unseren Wäldern Tiere, die den Mana-Drachen sehr ähnlich sind. Vielleicht habt ihr sie schon einmal über eure Köpfe hinwegfliegen sehen. Nee, noch nie. Noch nie haben wir Drachen über unseren Köpfen hinwegfliegen sehen. König Pfifferling ist ein toller Herrscher. Meistens. Ja, der ist ja sehr überzeugt von seinem König. Hallo, du bist der Mana-Held, oder? Ich habe schon von dir gehört. Und auch, wir haben hier Legenden. Ich erzähle dir jetzt wahrscheinlich gerade eine Geschichte, die jetzt kommt. Auf dem Rücken des Drachens, das Schwert in der Hand. Ich schreie, rettet der Held, Held das Mana-Land. Das war ein Gedicht, ohne Reim. Du bist der Held, von dem dieses Lied erzählt, das ich so schön gesungen habe. Ganz sicher. Wieso klingt er jetzt so diabolisch? Ja, keine Ahnung. Gerade gestern sah jemand einen weißen Drachen, der mit einer Natter kämpfte. Nehmt den Ausgang rechts im Erdgeschoss, um zur Höhle des Drachen zu kommen. Palast, ich weiß, wo der ist, doch findet erst den Drachen in der Höhle. Danach erzähle ich euch, wie ihr zum Palast kommt. Und noch etwas. Oben habe ich etwas für euch. Einfach so, weil ihr Helden seid. Und weil du... Bild ist weil im Weg. Jemand... Bild ist im Weg. Den kannst du da nicht einschieben. Komm, komm zurück. Tobi, komm zurück. Ja. Okay. Voll Trottel. So, ja, wir Bild müssen raus. Nee, wir machen raus und rein. Ja, okay. Das alte Rein-Raus-Spielchen. So geht es am einfachsten, haben wir keine Probleme. König Pfifferling hat einen Ingolenzenbart, hast du das gesehen? Der ist aber ein bisschen länger als der von Ingolenzen. Na Quatsch. Speerorb erhalten. Können wir nicht mal einen Lanzenorb kriegen oder so? Nö. Warum auch? Das ist deine Lieblingswaffe. Ja. Wo sollten wir jetzt hin? Nach unten. Irgendwie Ausgang rechts, meinte er doch. Erdgeschoss. Oh, ihr seid es. Welche Waffe soll erneuert werden? Ich spreche bestimmt schon wieder anders. So, du musst die Waffennamen auch vorlesen. Was haben wir denn da? Ah. Biestharpune. Ja, das passt ja zu Ische. Ja, perfekt. Auf super. Jeden Fall. Mussten wir... Nach unten. Du hast recht, Entschuldigung. Was? Ich hatte doch gar nicht recht. Das habe ich gar nicht gesagt. Das war gar nicht mein Gedankengang. Vorhin wolltest du... Hä? Was? Sieht gerade bei mir sehr komisch aus, aber egal. Ja, bei mir auch. Vielleicht ist die Internetverbindung bei dir auch schlecht. Nö. Ah, wer weiß. Bei mir ist wieder alles normal. Ja, bei mir auch. Nee, ich meine auch, weil zwischendurch Roboter und so weiter. Kann gar nicht sein. Bei mir ist alles Chico. Ja. Ha, ich hab einfach kurz genommen. Guck mal, hier sind ganz viele Pilzköpfe. Diese Pilzköpfe sehen aber komisch aus. Die reden gar nicht. Ja, komisch. Normalerweise reden Pilze doch mit einem. Ich kann mir gleich wirklich eine Pilzpfanne, glaube ich. Pilze essen. Tatsächlich? Ja. Ich habe jetzt kein Verlangen nach Pilzen. Eher nach Raupen als nach Pilzen. Ich würde eher Regenwürmer essen als Pilze. Oh. Ja. Da siehst du mal, wie ich das verabscheue. Das ganze Pilztum. Aber das ist echt lecker. Wo sind wir? Ach, wieder Sonic the Hedgehog ist. Ja, der hier wieder durch die Gegend kugelt. Ja. Kennst du eigentlich den Sonic? Ja, natürlich kenne ich Sonic. Hast du auch schon mal ein Sonic-Spiel gespielt? Nein. Doch, habe ich. Ich glaube, ich hatte aber einmal diesen einen... Nicht welches.
Ich glaube, Sega-Dingens hatte auch mal irgendeine Handheld-Konsole rausgebracht. Müssen sie auf jeden Fall, weil ich habe irgendwann mal einen Sonic auf so einem Handheld gespielt und nur Sega hat doch Sonic rausgebracht. Deswegen, ist aber ewig her. Hat mir sehr gut gefallen damals. Aber da war ich ein kleiner Bub, da hat mir sowieso vieles gefallen. Gestern kam zum Beispiel auch wieder Dragon Ball Z im Fernsehen. Oh, cool. Ja, und da habe ich dann auch gedacht, ja, die reden ganz schön viel. Dein Waffenlevel ist gestiegen, kannst wechseln. Ja, kann sein. Achso, dann wechsle ich mal. Huch. Achso, ich habe schon wieder Verwirrtheitszustand. Verwirrt. Dann werde ich erstmal eben gucken hier bei zwar und bei Level. Und zwar... Ich kann die Zapplerklaue nehmen, die Stahlscheibe und die Biestharpune. Ja. Ich nehme die Zapplerklaue, weil ich kämpfe ja sehr gerne mit Klauen. Das ist meine Lieblingswaffe, weil du die nicht magst. Okay, von mir aus gerne. Nee, eigentlich finde ich die einfach nur okay. Ich finde sie halt nicht so gut, weil du so nah an den Gegner ran musst und ich kriege dann halt derbe auf die Fresse. Ja. Aber ja. Ich meine, du bist ja auch klein, du bist ja eine Pookie. Ja. Und der Tobi, der hat ja auch eine größere Reichweite, der hat ja längere Arme. Ich glaube, wir brauchen die Peitsche, ne? Kann sein. Vielleicht sollst du in die andere Richtung zielen, ja, genau. Das konnte ich nicht Peitsche sehen, weil wir alle auf einem Haufen gestanden haben. Ja. Kennst du die Leute, die jetzt gesagt hätten, gestanden sind? Nee. Ja, die sagen, es gibt so Leute, die bilden das irgendwie falsch irgendwie. Die sitzen an einem Talkshow und sagen irgendwie, ja, ich bin da gesessen und dann passierte das und das. Nee, kenn da ich nicht. Da denke ich mir regelmäßig, was für Assis. Könnte ich mal richtig Deutsch.